wir als Fachbehörde für die Angelegenheiten der magischen Wesen unter Drachen, Hexen, Vampire, Djinnen und Werwölfe fallen, müssen natürlich aufklären. Denn anders als es die Propaganda vor allem religiös inspirierter Kreise vermuten lässt, will der normale Vampir an sich auch nur seine Geranien vor der Gruft und seinen Sarg im Grünen haben. Insofern ist da noch viel Aufklärungsarbeit vonnöten. Wir sind hier vertreten mit vielerlei Fachliteratur, gemeinhin als Romane zum Thema Vampire veröffentlicht worden, aber natürlich auch mit unserem Dienstwagen, mit dem wir deutschlandweit im Einsatz sind, wenn irgendwo ein Vorkommnis sich ereignet, was als Vorkommnis mit magischem Hintergrund einzustufen ist. Da werden wir auch von Behörden zu Rate gezogen, zum Beispiel in Mainz. In Mainz wurde vor einiger Zeit in eine Blutbank eingebrochen. Es wurde nur ein wenig randaliert. Wir bekamen auch von der Polizei diese Meldung. Und das dann mit dem Hinweis und der Bitte, unseren Vampiren mitzuteilen, dass Blutbanken keine öffentlichen Speiseeinrichtungen, also keine Schnellimbisse sind. Sie haben das an unsere Vampire weitergegeben. Entsprechend ist natürlich auch an dieser Szenerie ein wenig Ruhe eingekehrt. Man findet uns und unsere Informationen natürlich auch im Internet. Einfach nach dem Bundesamt für magische Wesen suchen. Finden Sie, dass das Bundesamt für magische Wesen unterstützt werden sollte? Natürlich. Wir unterstützen ja, indem wir magische Wesen adoptieren. Ja, dieses Amt braucht definitiv Unterstützung. Aus welchen Gründen? Die Zunahme von magischen Wesen, vor allem heute in Köln sowie im gestrigen Tage, ist exorbitant angestiegen und daher muss auch dieses Amt weiter ausgebaut werden. Weil magische Wesen noch keinen Platz in unserer Gesellschaft gefunden haben und den definitiv verdienen. Und ja, es kann unmöglich erlaubt sein, irgendwie, dass diese Wesen unerlaubt sich herumtreiben in unserem Land. Ja, selbstverständlich. Wir brauchen das ganz dringend. Wir müssen so viele Ämter schaffen wie nur möglich, um uns endlich mit diesen magischen Geschäften etwas besser auseinandersetzen zu können. Auf einer soliden juristischen Grundlage im Sinne der EU-Unternehmen. Damit wir besser einwandern können. Ich bin nur auf Asyl hier. Ja, irgendjemand muss sich ja für die Rechte von magischen Wesen einsetzen. Natürlich. Nein.